Hey Leute, hier ist Aldemar mit Far Changing Tides. Weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Kann ich das hier mitnehmen? Oh, ein Koffer, cool. Das will ich mitnehmen. Hier ist nochmal Sprit. Hier ist ein Knopf. Oh, warte mal. Das ist ja natürlich praktisch. Das scheint auch von uns gewesen zu sein. Guck mal, das ist die Landroute. Ist das die Landroute aus dem ersten Teil? Die geht ans Meer. Wir nehmen alles mit. Sehr gut. Cool. Kann ich jetzt lieber damit fahren? Ich meine, ich will lieber mit der Lok fahren, also... Achtung! Yeah! Was machen wir jetzt hier? Irgendwas können wir hier mitmachen, aber... Das ist bestimmt so ein Laser oder was auch immer. Nee, das ist ein... Ein Stutzen? Ein Schlauch? Nee, das ist doch kein... Fahre ich jetzt nicht in den Abgrund? Aha. Ja, wir tanken auf. Das ist ein neuer Kern, den hat er einfach runtergelassen. Und jetzt? Wir müssen ja unser Zeug mitnehmen hier. Alles muss mit. Alles muss mit. Eisenmann, mach's gut. Ich hätte gern mit dir die Welt bereist.
Oh, guck mal, da hinten ist noch mehr Zeug. Oh, da muss ich aber jetzt noch hin. Was auch mal das ist. Sieht auch aus wie Benzin oder so. Mach's gut, Locky. Du hast mir treu gedient. Ne, ich muss jetzt... Oh Mann, jetzt muss ich jetzt noch hin und her rennen hier. Ich hoffe, wir haben genug Platz dafür. Ach, ich war direkt drauf, lol. Ja, yeah, es ist offen! Na, endlich! Ach, guck mal, da sind... Da, ah! Nee, was ist das? Was hat denn der jetzt da reingetan? Ist das Kohle oder so? Okay. Abgefahren. Ich meine, soll ich einfach alles verbrennen, was wir irgendwie in die Finger kriegen? Sekunde gleich, wir müssen erst wenigstens alles in Sicherheit bringen hier. Ups, ich habe auf irgendwas gedrückt. Ist der Ausgang, Entschuldigung, der Eingang. Muss ich von der anderen Seite machen. So, jetzt gucken wir erstmal. Oh, shit. Okay, warte mal. Oh, guck mal, hier ist Blumi. Ist direkt runtergefallen. Das ist noch so ein Paket. Guck mal hier. Da ist noch ein Ausgang. Ich wette, was ich hier dran mache, wird bestimmt zu Treibstoff. Ja, keine Ahnung. Und hier können wir gucken, ob wir irgendwas finden oder so. Hier haben wir noch Treibstoff. Okay, es ist genau wie bei der Eisenbahn. Ach, das ist Tauchen. Und das hier? Feuer löschen, okay. Geschwindigkeit. Und das hier? Es wird echt alles zu Treibstoff geil. Ja, dann los geht's! Hau weg, die Scheiße! Muss ich jetzt auch auf die Dinger auch aufpassen, dass wir nichts rammen? Das ist abgefahren. Jetzt können wir doch wieder das Segel anmachen, ne? Aber machen wir erstmal Volldampf. Kann es nicht eingeblendet bleiben? Wir fahren bestimmt gleich wieder irgendwo gegen, ich sehe es schon kommen.
Guck, das bauen wir oben eigentlich. Obwohl. Nein! Ich wollte gar nicht. Wie stoppe ich denn die Maschine? Ah, okay, das auch absaugen. Ich meine, ich will ja schon gerne lieber segeln, das spart ja Sprit. Aber da muss man immer so aufpassen. Ich glaube, bei dem Ding jetzt muss man gar nicht aufpassen. Na toll, da kommt so ein Riesenrohr. Sehe ich das richtig? Ist gar kein Wind da. Guck. Ist gar kein Wind da. Ich repariere das aber auch jetzt nicht. Wie gesagt, wir lassen das erstmal. Es ist immer noch Tutorial, glaube ich. Also zum Erklären, wie alles funktioniert. Und jetzt? Volldampf! Wir können es ja trotzdem mal reparieren, dann haben wir es wenigstens hinter uns. Was passiert? Was ist da los? Ein Radar? Guck mal, das zeigt irgendwas an. Ach krass, wir haben sogar ein Radar. Ach, da unten ist... Wir sind noch irgendwo gegengefahren. Ich weiß halt nicht, was das hier ist. Soll ich das alles verbrennen? Ich denke mal, ne? Scheiß drauf. Aber dafür ist das da, ne? Okay, dann gehen wir mal los. Cool, eine Lampe! Halt! Cool, eine Lampe. Nehmen wir gleich mit. Brauche ich das bestimmt nicht. Das ist eine Schatzkarte oder so. Ah ja, sehr gut. Treibstoff. Schnell, treib nach oben! Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwas automatisch einsammeln können. Ich meine, sowas besitzen wir ja vorne gar nicht. Lampen? Wir können auch ein bisschen weiterfahren. Ich würde schon gerne wissen, was passiert, wenn wir da drüber fahren. Dass wir dadurch einsammeln oder so. Oder wir schieben es quasi unendlich vor uns her. Das kann ja auch sein. Komm, wir gucken mal. Ach, wir haben da nichts mehr.
zeigt echt alles an. Das ist gut. Okay. Das ist gut zu wissen. Wir müssen uns ja gar keine Gedanken machen. Oh, guck mal, das kann überhitzen. Oh oh. Und wieder ausgegangen. Komm, wir machen jetzt mal wieder den Segelturn, oder? Sehen wir denn irgendwo, dass Wind überhaupt verfügbar ist? Also wir haben Radar, das ist ja schon mal sehr gut. Kommt schon gar kein Windsturm, ist doch jetzt Banane. Ne, da müssen wir warten, bis wir wieder einen Indikator dafür bekommen wahrscheinlich. Ach, das ist manuelles Einfüllen, aber... Ich meine, haben wir eigentlich unendlich Kohle? Wenn die Musik immer wieder anfängt dadurch. Los, mein kleiner Haifisch! Was ist denn jetzt los? Achso gut, ist ein bisschen überhitzt, aber es vibriert. Oh oh! Oh oh! Vollgas, Vollgas! Da fällt jetzt bestimmt was oben drauf. Oh, wir überhitzen. Oh, wir überhitzen, das war nicht so gut. Weiter, 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 weiter. Guck mal, wir treiben, hier ist Wasser. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube, ich muss da drauf springen, ne?
Das ist ja praktisch gerade, ich meine. Ich meine, wir können treiben, also machen wir mal nix. Oh, oh, Sandbank! Und jetzt? Ist das Wasser weg? Ach, Changing Tide! Das war Flut! Jetzt ist Ebbe! Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt sag nicht, wir können auch noch fahren. Das wäre ja mal episch. Oh, oh. Oh, Scheiße! Alle Mann festhalten! Fuck! Damit habe ich nicht gerechnet! Ich dachte, jetzt können wir irgendwie fahren oder so. Aber auf so eine Flutwelle à la Mumie hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh nein. Ist das kaputt? Nein! Es ist kaputt! Der hintere Teil ist weggebrochen. Scheiße. Einmal mit Profis arbeiten. Ich glaube, das sind neue Container, die hier liegen. Schade. Unsere angebliche Hubschrauberlandeplattform ist wohl keine mehr. Oder was auch immer das war. Nein, unser schöner hinterer Teil. Ich vermisse ihn. Er war so schön. Ich mochte den Teil am liebsten irgendwie. Ich habe mir das schon irgendwie so ein Buggy drauf vorgestellt oder so. Und jetzt? Nichts. Klar, dass wir das jetzt reparieren müssen. Und schon ist leer. Los geht's. Ja, ich glaube, wenn die Fahne oben sich bewegt, ne, dann haben wir Wind. Oh, das ist natürlich jetzt toll. Ach, wir putteln einfach trotzdem. Guck mal, das Radar ist irgendwie kaputt. Oh, wir haben was vergessen. Moment. Aha. Lol. Da ist ja noch ein Schweißgerät. Ja klar, die fallen runter, okay. Schon wieder kaputt. Das hat jetzt Sprit gekostet. Volle Kraft voraus! Aber anhalten kann ich auch nicht. Ich meine, ich kann ja nur rammen. Ich muss ja nur beim Segel aufpassen. Ich kann wissen, was passiert, wenn wir noch einen Energiekern einsetzen. Oder was auch immer das ist.
Na gut, liebe Leute, ich muss jetzt leider hier mal aufhören. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Far Changing Tides. Ist ziemlich cool, oder? Also bis dahin, wie immer, liebe Leute, haut rein.